Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder. Ich habe heute ein neues Video für euch für meine Tauschgruppe Konfettibriefe auf Instagram. Und zwar habe ich ein kleines Briefmarkenmäppchen für euch. Naja, eigentlich ist es ein Streichholzmäppchen, aber es funktionierte nicht so, wie ich das wollte. Und deswegen habe ich es umbenannt, weil es einfach jetzt anders funktioniert, als es normalerweise sein sollte. Aber es ist trotzdem sehr süß, um Goodies zu verschicken. Ich habe jetzt in dem Fall selbst gebastelte Briefmarken reingepackt, weil ich da gerade halt so ein Faible für habe. Dann zeige ich euch das mal schnell. Ich habe das hier einfach mit so einem Band festgemacht, mit diesem Leinengarn. Und es geht auch ganz einfach zu öffnen. Da habt ihr hier schon das Goodie drin, das sind diese selbstgemachten Briefmarken. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr hier noch was reinschreiben. Ich habe hier extra ganz helles, unifarbenes Papier genommen. Ja, und dann habt ihr schon dieses kleine Mäppchen, was wir heute basteln. Die Rückseite habe ich nicht gestaltet. Ja, und es geht ganz einfach. Ja, ich habe hier wieder Reste benutzt aus meinen Kreativsets von Stampin' Up. Habe ich einmal, zeige ich euch gleich. Seite habe ich einmal aus diesem Set Kartenset Kleines Lächeln habe ich hier für die Briefmarken diese von dieser Karte den Rest benutzt. Ich habe das Stempelset benutzt und ich habe ja, ich glaube, aus dem Set ist das alles und den Leinenfaden habe ich davon benutzt. Genau, und dann habe ich das Papier Collagenkunst aus dem aktuellen Sommerkatalog noch benutzt. Das ist leider nicht mehr so lange zu bestellen. Also wer das noch haben möchte, der melde sich bitte bei mir. Ich bestelle ja aktuell nur für Freundinnen und Freunde, Bekannte. Mache ich Sammelbestellungen mit und bestelle aktuell noch nichts, damit mein Vorrat endlich leer wird. Meine Kreativboxen leer werden. Also ich habe da hier schon mal für euch Zauber-Zauber-Umschlag. Tata, alles vorbereitet, was wir jetzt brauchen. Alles vorgeschnitten, damit das Video nicht so lange dauert. Und da ich hier jetzt einen Leinenfaden benutzt hatte, den ich noch da hatte, möchte ich jetzt noch aus diesem Kreativset diesen Leinenfaden benutzen, weil ich den noch gar nicht benutzt hatte. Ich habe nämlich für mein Projekt, was ich gemacht hatte, hatte ich dieses Schleifenband benutzt. Ja, dieses Franzenband, weil ich das so mega cool fand. Ich fand das irgendwie besser als den Leinenfaden, aber der hier passt jetzt einfach farblich besser zu diesem, ja, zu diesen kleinen Mäppchen. Genau, ich habe hier natürlich auch schon das Goodie fertig mit den Briefmarken. Ich habe hier jetzt eine Stanze benutzt, die ist schon steinalt. Also die habe ich bestimmt schon 15 Jahre. Die war von ProCraft. Die habe ich mal bei Cars gekauft in Holland. Ja, also die bekommt ihr wahrscheinlich nicht mehr. Aber wir haben ja von Stampin' Up auch eine Briefmarkenstanze. Damit habe ich diese Briefmarken hier gemacht. Also ihr könnt dann natürlich auch die Briefmarkenstanze von Stampin' Up benutzen oder eine andere, die ihr habt. So, ihr braucht einen Cardstock. Ja, den habe ich jetzt auf 21 cm lang gelassen. Also, oder breit, je nachdem. In dem Fall lang, weil wir es ja auf die Länge machen. Und habe den gefaltet bei 2 cm von der rechten Seite und bei 8 cm, nein, bei 9 cm von der linken Seite. Genau, also ihr seht das hier. Ne? Also einmal hier 9 cm, da 2 cm. Und dann habe ich noch das Grundweiß benutzt, weil ich einfach das mag, wenn da hier nochmal so ein Kontrast da ist. Ihr könnt dann natürlich auch Schwarz verwenden oder hier habe ich jetzt Vanille benutzt. Ja, also da habe ich jetzt hier Grundweiß benutzt. Da ist ein Streifen zu viel drin. Das habe ich einmal in 7,6 x 8,6 geschnitten, beziehungsweise zweimal, weil das einmal außen und einmal innen drauf kommt. Und dann nochmal in 7,6 x 1,6. Und dann habe ich Designpapier verwendet, das hatte ich euch ja schon gesagt, von Collagenkunst. Ihr könnt aber auch einfach Reste aus eurer Restekiste verwenden, die irgendwie zusammenpassen. Hier habe ich auch noch einen Rest, der ist noch irgendwie aus diesen... habe ich das noch hier? Ist noch aus diesem Set hier. Ja, von so einem Briefumschlag ist das noch übrig. Und das ist noch ein Rest von dieser Karte aus dem Set hier, wo ich auch die Briefmarken draus gemacht habe. Genau. Das habe ich geschnitten. Und zwar für außen
habe ich das geschnitten in 7,2 mal 8,2 und diesen süßen Ministreifen in 1,2 mal 7,2. Und den großen hier, der ist in 7,6 mal 9,6 und der ist in 7,6 mal 1,6. Aber das schreibe ich euch auch alles noch in die Infobox, weil sonst wird es ein bisschen kompliziert. So, und was hat die liebe gute Katja jetzt vergessen? Den Kleber. Also kurze Pause. So, da bin ich auch schon wieder. Jetzt wurde ich schon oft gefragt, welchen Kleber ich benutze. Und ja, ich benutze den ganz simplen Tacky Glue vom Action, weil ich einfach schon ja, ziemlich lange damit arbeite und sehr zufrieden bin. Ich weiß, dass einige mit dem gar nicht klarkommen. Die haben auch ihre Rezeptur irgendwie verändert. Also der ist nicht mehr so ganz so wie früher. Der verstopft jetzt relativ schnell, das war sonst nicht. Aber ich arbeite ja grundsätzlich mit Flüssigkleber und ich komme mit dem super klar. Man muss halt den sehr sparsam verwenden. Aber gut, ihr könnt natürlich auch jeden anderen Kleber benutzen, je nachdem, was ihr gerne mögt. So, ich falte jetzt erstmal unser kleines Mäppchen. Natürlich auch wieder das Falzbein vergessen. Aber ist ja nicht schlimm, es geht ja auch ohne. So, und zwar mache ich immer zunächst, also normalerweise nicht. Normalerweise klebe ich immer erstmal ja, das Designpapier auf den Cardstock auf, also auf diese Mattung drauf und gestalte das auch und klebe es erst zum Schluss auf, weil man ja nie weiß, ob man noch ein Band drum machen möchte oder so. In dem Fall mache ich das jetzt nicht, weil ich ja schon weiß, wie es am Ende aussehen soll. So, deswegen klebe ich zuerst die Mattung drauf. So, und jetzt könnt ihr auch schon sehen, ich mache den Kleber immer relativ. Ja, satt und gleichmäßig drauf, aber ich spare die Ränder relativ aus. Also ich mache das nicht so nah an den Rand. Vielleicht seht ihr das? Damit das nämlich genau nicht das macht, was viele sich beschweren, dass es an der Seite so hinausquietscht. So, dann passen wir das hier so ein bisschen an. Da bin ich immer ganz. Das dauert bei mir immer ein bisschen, weil. Ja. So mein Perfektionismus durchkommt. So, dann klebe ich schon mal das Designpapier auf. Finde ja die Rückseite auch mega geil. Die habe ich für die Briefmarken ja verwendet und ich finde diese Schrift so cool. Also, seht ihr das? Ist ganz zart, so ganz, ganz zarte so Schreibschrift. Und ich finde das so cool. Also, sonst ist das Papier auf der Rückseite oder Vorderseite, je nachdem, also da, wo diese Drucke drauf sind, fand ich jetzt nicht so mega cool, aber ich fand diese simplen Designs da fand ich total passend für das, für was ich das Papier eigentlich gekauft habe. Ich wollte davon nämlich ein Fotoalbum machen, was jetzt leider ja einen anderen Zweck erfüllen wird, als wie es ursprünglich gedacht war. Es ist ja jetzt eher das Erinnerungsalbum an den Opa, als er noch lebte. Ursprünglich sollte es einfach ein Erinnerungsalbum werden für die Kinder, wo sie ja Sachen sammeln können, wenn der Opa da ist und Zeit mit ihnen verbringt. Nun ist er nicht mehr da, aber es kommen trotzdem Bilder vom Opa rein. Ja, aber ja, es erfüllt trotzdem noch, also es wird trotzdem noch ein Fotoalbum vom Opa. Genau. Und weil er an der See lebte, zum Schluss. Fand ich das Papier halt super cool von den Farben her für so ein etwas anderes maritimes Album. Weil ich selber so nicht so der typische Maritimfarben-Fan bin und ich fand halt diese Farben so für ein Meeresalbum total cool. Deswegen habe ich mir auch die Box bestellt. Also ich habe da ja auch noch so ein bisschen hier diese Tasche zum Beispiel übrig und so. Ja, und ich fand die Farben einfach perfekt. So, das ist auch süß hier, ne? Diese, ja, also finde es irgendwie schön. Das Album habe ich es anders verwendet, aber ja, irgendwie hat es mir dann doch ein bisschen besser gefallen, als es ursprünglich so mir im Katalog gefallen hat. Aber das ist ja oft so. Also, ich habe das meistens, wenn ich dann das Papier in der Hand halte, denke ich immer so, wow, sieht das geil aus. Ja, aber es ist ja eigentlich besser so als umgekehrt, ne? So, jetzt haben wir diesen kleinen Ministreifen da unten. Ja.
Ihr könnt mir ja mal verraten, welchen Kleber denn ihr so verwendet und warum, weshalb ihr den gut findet. Also das fände ich ja mal total spannend, weil ich, wie gesagt, ich benutze seit Jahren Tagi Klu. Ich habe vorher den Original Tagi Klu aus den USA verwendet. Der ist aber so, ja, ein bisschen schwierig hier in Deutschland zu bekommen und dann, wenn, dann auch sehr teuer. Und dann hatte ich den irgendwann im Action entdeckt und bin wirklich super zufrieden damit. Also kann mich da echt nicht beschweren, aber ist ja halt jeder anders und deswegen würde mich das echt mal interessieren, was ihr so benutzt. Ne? Ja, also ich klebe jetzt hier einfach auf. Ich denke, dazu muss ich jetzt nichts weiter sagen. Ja. Ich habe jetzt innen halt keine Mattung gemacht, weil ich denke, dass man das halt gut benutzen kann, um da noch was reinzuschreiben, weil bei uns bei Konfetti-Briefe geht es ja darum, sich gegenseitig ja irgendwie schon Briefe zu schreiben, ne? Und die aber halt besonders schön zu verpacken. Und deswegen habe ich das so innen freigelassen, damit man da noch was reinschreiben kann. Muss nicht, aber kann. Und außerdem finde ich das jetzt für die, wenn man da die Goodies reinpackt, halt ja praktisch, wenn das jetzt ein bisschen eher schlicht gehalten ist. So, und dann war es das auch schon mit unserer Mattung. Ja, jetzt habe ich das mir so gelegt gehabt, dass ich das zugeklappt habe und dann die Briefmarke so aufgeklebt habe. Ich habe jetzt schon mehrere davon gemacht. Glaube ich schon mein sechstes oder so. Und dann habe ich das da so aufgeklebt. Und jetzt sehe ich gerade, dass ich den anderen Stempel vergessen habe. Weil der andere Stempel ist jetzt nicht von Stampin' Up. So. Jetzt haben wir das hier drauf. Jetzt muss ich nochmal kurz Pause drücken. So, und zwar habe ich diesen Stempel. Fragt mich nicht, wo der her ist. Ich habe ihn auf dem Stempelblock aufgezogen schon. Und den habe ich irgendwann mal auf der Kreativa hier in Dortmund gekauft. Aber ich kann mich echt nicht mehr erinnern, von wem. Also, ja, muss ich echt gestehen, ich weiß nicht, welche Firma das ist. Da ist auch keine Verpackung dazu gewesen. Das war halt so ein, ja, so ein Stand halt. Ihr kennt das bestimmt. Ja, wo man einfach so mitnimmt, weil es schön ist. Deswegen geht man ja auch auf die Kreativa. Ich denke da oft auch nicht drüber nach. Zu dem Zeitpunkt war mir das eh egal. Ich war auch einfach immer froh, wenn ich irgendwelche coolen Poststempel gekriegt hatte, weil wer mich kennt, der weiß, ich stehe auf Postzeugs. Also Briefmarken, Poststempel, Gedöns, also ist voll meins. Ja, und da fand ich die halt richtig cool, weil, ja, weil die halt ja cool aussehen. Ich glaube, ich habe noch einen, da steht Berlin drauf. Aber ich fand jetzt halt so urlaubmäßig, fand ich jetzt Barcelona cooler als Berlin. Passt nicht so. Ja, genau. Jetzt haben wir noch hier dieses hübsche Garn. Und das mache ich einfach. Achso, unser Goodie packt man natürlich auch noch rein. Kann man aber auch noch locker von der Seite reinschieben. Also da passt echt noch gut dann rein, dass man da noch das befüllen kann, wenn man es schon zugemacht hat und da nicht mehr dran rumruckeln will. Und dann wickel ich das hier einfach mehrmals drum. Das kennt der eine oder andere bestimmt schon, bis so die Dicke mir gefällt. So. Und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr da einfach nur einen Doppelknoten macht und das dann so lasst, weil bei den Stampin' Up Röllchen da, die ringeln sich immer so. Okay, jetzt ringelt sich es gerade nicht, aber sonst hat sich es immer so schön gedreht. Macht es jetzt gerade nicht, dann mache ich jetzt doch eine Schleife. Oder kann man das einfach so nochmal, vielleicht noch nicht probiert, kann man das so aufringeln? Oh ja, das funktioniert, guckt mal. So, dann finde ich das so ein bisschen so shabby-mäßig, wenn das da so rumflattert. Deswegen hatte ich dieses Fransenband genommen, weil man das kann man auch so an der Seite so aufribbeln und dann franzt sich das so aus. Und das fand ich irgendwie cool. Das ist irgendwie süß. Ja. Und das war's schon. Ja. Ich packe das andere gleich nochmal zusammen und dann zeige ich euch auch noch die anderen, die ich gebastelt habe. So, also das hier haben wir jetzt gerade zusammengebastelt sozusagen. Ja. Dann ist das, was ich euch vorhin schon gezeigt habe. Ja, die sind so eher in diesen Naturtönen gehalten oder halt so, wie ich das mir maritim so vorstelle. Dann habe ich noch zwei, die sehen so aus.
kann ich euch auch die Briefmarken noch zeigen. Die sind dann so in diesen Pastelltönen. Die finde ich auch mega cool. Wenn ihr wissen wollt, wie die Briefmarken gemacht werden, dann müsstet ihr mir das mal kommentieren. Dann habe ich noch eins in Schwarz-Weiß. Ich aus der Kamera raus. Da sehen die Briefmarken so aus. Und dann habe ich noch ein buntes mit einem Glücksschweinchen drauf. Da habe ich aber die Briefmarken noch nicht gemacht, weil das noch für einen ganz anderen Tausch ist. Ja, also habt ihr genug zu kommentieren? Schreibt mir mal, wie ihr dieses Mäppchen so findet und vielleicht, was ihr so reinpacken würdet. Verratet mir, welchen Kleber ihr am liebsten benutzt und warum. Und schreibt mir noch, ob ihr wissen wollt, wie man diese Briefmarken macht. Also dann, bis bald. Ciao, ciao.